ohne dass mir hier gleich alles abgeht. Ich gucke einfach mal. Zur Not kann ich dann ja hoffentlich auch abbrechen. Ja. Wir hoffen jetzt einfach mal auf das Beste. Bisher. Oh, das hat doch gar nicht richtig gestartet. Achso, weil es auch pausiert ist. Und zwar Einstellungen installieren. Bandbreite begrenzen. So. Und hoffen, dass jetzt alles funktioniert. Soweit ist alles in Ordnung. Okay. Dann gucken wir einfach mal. Wir hoffen jetzt einfach, dass das alles funktioniert. Aber bisher, ich glaube, das liegt aber auch mit daran, dass mein Freund jetzt nicht großartig im Internet ist. Deswegen kann ich das, glaube ich, wunderbar nebenbei downloaden. So. Ich gucke gerade nochmal die Zahlen, beobachte die gerade erstmal. Ja, doch, sollte in Ordnung sein. Dann will ich aber nochmal ganz kurz was anderes machen. Wo habe ich eigentlich meinen Kopf gelassen? Ich weiß es nicht. Ah, scheiße. So. Dann möchte ich das hier nämlich einmal rauspacken. Ja, einmal das rauspacken. Und dann. Vielleicht ist das doch ein bisschen sehr wenig. Deswegen packe ich das mal auf 3. Geht das immer noch? Ja, mit 3 geht es immer noch. Weil das halt schon ein bisschen schneller laufen sollte. Gut. Dann erhöhe ich nochmal. Auf 5. So. Okay. Läuft noch alles. Also perfekt. Dann kann ich wunderbar in der Zeit weiter streamen, während das Ding da runter lädt. Okay. Gegen alle Regeln handeln. Zweifellos Adas Idee. Gegen Okay, alle gut. Regeln handeln. Mein Gott, warte. Kann es jetzt sein, dass das Spiel gerade abgestürzt ist? Oh mein Gott. Jetzt, oh Gott sei Dank. Kurz hatte ich Angst. Bin ich So, jetzt wir richtig? sollten dem Typen hier folgen. Ja. Unser barmherziger Meister empfängt euch jetzt. Ich gehe sofort zu ihm. Gegen alle Regeln handeln. Okay. Jetzt mal hier lang. Können wir bei ihm irgendwas Nützliches finden?
Okay. Hexer, euer Hoheit. Schenken wir uns die Titel. Sprecht frei heraus. Ihr hattet Zeit, nachzudenken. Also, was meint ihr? Kann der Fluch von meiner Tochter genommen werden? Es ist möglich. Könnte der Fluch von allein zurückgekehrt sein? Unwahrscheinlich. Jemand muss ihn erneut gewirkt haben. Solltet ihr Erfolg haben, hätte Ada dann den Verstand eines Kindes? Das halte ich für unwahrscheinlich. Vermutlich wird sie sich an alles vor ihrer Verwandlung erinnern. Ihr haltet es für unwahrscheinlich. Das macht es nicht einfacher. Geralt tut alles Menschenmögliche, um den Fluch von ihr zu nehmen. Gelingt euch das nicht, dürft ihr sie töten, ohne meine Rache fürchten zu müssen. Als ich euch das letzte Mal vertraute, habt ihr mich nicht enttäuscht. Habt Dank, euer Hoheit. Dankt mir noch nicht. Wenn ihr erfahrt, wer den Fluch gewirkt hat, sagt es mir und keinem anderen. Solltet ihr erfolgreich sein, gewähre ich euch jeden Wunsch. Im vernünftigen Rahmen natürlich. Falls ihr sie töten müsst, tut es schnell und sauber. Wenn ihr aber scheitert und meine Tochter leidet, werden auch alle leiden, die euch nahestehen. Ich verstehe, euer Hoheit. Gut. Euer Hoheit, noch eine weitere Krankheit wütet in eurem Reich. Und die wäre, Hexer? Ich habe eine Organisation untersucht, die als Salamandra bekannt ist. Meine Tochter ließ sich mit ihnen ein, das dumme Ding. Ich bereue, dass ich je fortging. Velerath sagte, ihr hättet ihre Reihen stark dezimiert. Das ist löblich. Ich kann doch davon ausgehen, dass ihr die Sache zu Ende bringt. Genau das habe ich vor. Eins noch, Hexer. Vergebt mir, aber ich ließ euch beschatten. Ich erhielt einen Bericht über euer Privatleben. Euer Hoheit. Okay. Ihr müsst wissen, dass ich das keineswegs aus lüsterner Neugier getan habe. Meine Spione berichten, dass ihr Merigold den Hof macht. Ich muss wissen, ob mehr dahinter steckt. Triss und ich stehen uns nahe. Aber das geht nur uns etwas an. Es gibt keinen Grund, unhöflich zu werden, Hexer. Auch ich liebte Adas Mutter. Man verbot mir, sie zu heiraten. Ich hoffe, euch ergeht es besser. Wenigstens müsst ihr euch als Mutant keine Sorgen wegen einer Schwangerschaft machen. Wenn ihr nach Visima wollt, sprecht mit meinem Kämmerer. Ich werde eine Weile nicht im Schloss sein. Wendet euch an Velerath, wenn ihr noch etwas braucht. Das werde ich tun. Lebt wohl, euer Hoheit. Da wäre noch etwas, Hexer. Noch etwas? Euer Hoheit? Es ist, nun ja, vertraulich. Und deshalb müsst ihr schwören, dass diese Worte niemals nach außen dringen werden. Ich werde sie mit ins Grab nehmen. Meine Spione haben mir erzählt, dass ihr Poker spielt. Und, ja, es ist schwierig, bei Hofe würdige Gegner zu finden. Sie fürchten, ich würde sie köpfen lassen, wenn ich verliere. Wollt ihr spielen? Ja, ich will mit dem König spielen. Alter, und wie viel? Ja, gut, ne? Boah. Ich werde hier aber nicht großartig hochbieten, ne? Wenn ich aber echt mal... Scheiße! Er hat gewonnen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber die nächste verlieren wir. Das ist ja mies. Gut, er hat aber nichts, ne? Okay, drei haben wir schon mal.
Ich muss mich jetzt anderen Aufgaben widmen. Ich will euch nicht länger aufhalten. Nein. Ich bin mit meinem Kämmerer über die Rückkehr nach Vizima. Charlie mit E. Ein Land voller Idioten. Ich will euch nicht länger aufhalten. Okay. Redet mit meinem Kämmerer. Redet mit meinem Kämmerer. Kämmerer? Ja? Ich würde gerne einmal nach Vizima Nach Vizima zurückkehren. Seid ihr bereit, Herr? Ja, so eigentlich nicht, ne? Aber, ja. Bin ich. Auf nach Alt-Vizima! Warum hab ich ein Weihnachtslied im Kopf? Gott, was ist denn gerade los mit mir? Joi. Joi, joi, joi. Yo, man. What up? Gut. Dann legen wir mal los und machen Alt-Vizima unsicher. Ich weiß auch nicht, was sollte das? Warum? Warum tue ich das? Warum? Warum bin ich so? Okay. Flucht aus dem Ghetto. Persönlichkeit. Okay. Ich will nochmal kurz reingucken. Ja, das könnte bis heute Abend, bis nachher könnte das installiert sein. Denn mir ist eingefallen, dass ich ja rein theoretisch, man kann ja dann den den Spielstand dann quasi in den zweiten Teil mit übertragen. Und das wäre doch eigentlich ganz nice, wenn wir dann vielleicht diesen Spielstand direkt übertragen können, da ich das aber über Good Old Games spiele und nicht über Steam, das Spiel aber auf beiden Plattformen besitze, auf beiden Seiten, könnte es doch eigentlich ganz gut sein, dass wir doch einfach die Witcher 2 Assassins of Kings Enchanted Edition einfach auf Good Old Games spielen. Und ich dann wunderbar den Speicher, den Spielstand einfach rüber porten kann. Dass wir dann quasi mit dem Geralt aus diesem Teil hier quasi unseren Spaß haben. Schön, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, ich müsste die Stadt allein durchqueren. Ich habe mit Foltest gesprochen. Ich soll Ada von ihrem Fluch befreien. Sie jagt in der Stadt. Was habt ihr jetzt vor? Ich habe keine Ahnung, wo die Striege sein könnte. Lasst mich euch helfen. Vielleicht stoßen wir auf die Spur der Prinzessin. Gut. Wir müssen zwei Flüchtlingsgruppen in der Nähe einsammeln. Dann brechen wir zu Shanis Krankenhaus durch. Bereit? Bereit. Okay. Okay. In the ghetto. In the ghetto. Okay. Ich würde aber gerne das Schwert gegen Menschen. Verdammt! Sie sollten doch hier sein! Vielleicht verstecken sie sich irgendwo. Sie sollten sich besser beeilen. Die Ritter werden jede Minute hier sein. Verdammt!
Ich höre einen fluchenden Zwerg. Unmöglich! Verdammt! Absolut unmöglich! Ich meinte nicht euch, Sultan. Beeilt euch! Bleibt dicht bei mir und diesem Hexer! Wir holen noch eine Gruppe! Okay. Dann haben wir auf diese Seite. Wie der geht. Hier sind wir. Pünktlichkeit gehört nicht zu den Tugenden der älteren Völker. Psst, Geralt. Ich ahme das Paarungsgebrüll des Polartigers nach. Treffen wir uns mit Zoologen? Wie sollten eure Freunde jemals das Brüllen eines Polartigers erkennen können? Wenn die ein ungewöhnliches Brüllen hören, dann wissen sie, dass ich das bin. Bestechende Logik. Ich hab's ja gleich gesagt. Oh, Scheiße. Hört auf, bevor ihr noch ein paar Tigerdamen anlockt. Da kommen sie. Bleibt in der Nähe. Wir gehen Richtung Krankenhaus. Ich glaube eher, diese gewissen Tigerdamen, die flüchten, wenn Sultan das macht. Denn das war nicht gerade angenehm. Da ist ja sogar mein Singen unter der Dusche angenehmer. Und das ist schon schlimm. Oh. Wir töten Menschen. Nein. Wir haben es geschafft. Jetzt können die Verwundeten anständig versorgt werden. Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Kennt ihr die Legende des Hexers Rabe und seiner Rüstung? Kennt ihr jemanden, der so eine Rüstung herstellen könnte? Geht zum Zwergenschmied. Er versteckt sich irgendwo in Alt-Visima. Ich bin mir sicher, dass er euch helfen kann. Schön. Willkommen. Ihr habt ein Krankenhaus eingerichtet. Gut bemerkt. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe alle Hände voll zu tun. Außerdem bin ich eures Vertrauens offenbar nicht würdig. Wovon redet ihr? Von Alwin. Ihr habt sehr deutlich gemacht, wer das Vertrauen eines Hexers verdient und wer nicht. Mit wem ihr von Zeit zu Zeit ins Bett steigt und wem ihr ein Kind anvertraut. Aber... Genug. Die Verwundeten brauchen meine Hilfe. Meister, seid ihr ein Hexer? Bin ich. Was gibt's? Meister Geralt, die Bestie ermordet die Leute. Was ist passiert? Die Striege tauchte beim Turm auf. Ich wurde geschickt, einen Hexer zu holen. 5 Soldaten mussten schon ihr Leben lassen. Helft uns! Welcher Turm ist es? Der höchste in diesem Viertel. Der, den die Skoyatel in Brand gesteckt haben. Okay. Dann will ich jetzt mal gucken, redet sie nochmal mit uns? Kommt später wieder. Warum warten und hier verrotten? Deutern, du vielleicht noch? Geralt? Wie kommt ihr zurecht? Krieg ist abscheulich, Geralt. Sämtliche Pläne, die man hat, gehen den Bach runter. Erinnert ihr euch an unseren Plausch im Gasthaus? Ich kann mich erinnern, wie er angefangen hat. Aber nicht, wie er ausgegangen ist. Eines Tages wird es wieder besser. Das muss es einfach. Darauf trinke ich. Bitte nicht jetzt. Zaubern einer Striege. Okay. Sehr schön. Warte mal.
So, gerade gehen mir meine Haare nämlich schon wieder so minimal auf den Keks. Deswegen will ich mich hier erstmal so ein bisschen darum kümmern. Was für schreckliche Zeiten. Müßiggang macht mich gereizt. Ja, nicht nur dich. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Haltet euch bereit. Bei meiner Ehre. Noch ein Schritt und es wird ernst. Ach, komm her. Okay. Ja, nehmen wir mal alles mit. Dann schauen wir mal. Okay, der Zimmertauer-Vertrag. Wir bezahlen für die Rache an den Zimmertauren. Okay. Blöstrüger, was auch immer. Bruxer-Vertrag. Garten-Vertrag. Erscheinung-Vertrag. Okay. Dann einmal nach da hinten rum. Ich glaube, da geht's nicht weiter, nee. Also hier komme ich einmal rum. Aber ich kann hier nichts machen. Ah, hier. Okay, auf dieser Seite müssen wir. Aber nicht nach einer Krieger aus. Okay. Es geht nur mit dem hier. Endlich ist das Ungeheuer tot. Warum seid ihr hier? Ich hörte, die Soldaten kämpften gegen eine Striege. Daher wollte ich Vizimas berühmte Striegenprinzessin selbst einmal sehen.
Das ist zwar keine Striege, aber dennoch interessant. Werdet nicht zu euphorisch, Kalkstein. Ich werde diese Soldaten dafür bezahlen, dass sie die Überreste in mein Labor bringen. Und später werde ich... Moment. Wenn das keine Striege ist, was dann? Eine Kombination aus Alchemie, Genetik, Biologie und schwarzer Magie. Ein Mutant wie ihr. Ich kann es kaum erwarten, mir das näher anzusehen. Wie ich? Ähnlich. Magie und Alchemie beschleunigen die Mutation. Die Nebenwirkungen sind praktisch unkontrollierbar. Es ist höllisch schnell und stark. Um mehr zu erfahren, müsste ich es sezieren. Ich denke, ich weiß, wer dahinter steckt. Wisst ihr, woher es kam? Die Soldaten sagten, es kam aus dem Friedhof im Sumpf. Nehmt diese Schriftrolle. Sie enthält die Formel für einen mächtigen Trank, der euch hilft, die Striege zu bekämpfen. Die Salamandra werden kühner. Beschleunigte Mutation und Experimente an Menschen sind eine schmutzige Sache. Und alles basiert auf gestohlenen Hexergeheimnissen. Die ihr seit Jahren hütet, ohne der Versuchung zu erliegen. Herzlichen Glückwunsch. Na gut, aber was ist mit dieser Striege? Wenn sich die Soldaten irren, ich hörte Gerüchte über gewisse Ereignisse im Sumpf. Was für Gerüchte? Macht schnell. Es heißt, in der alten Kapelle dort wurde eine Leiche gefunden, auseinandergerissen. Der Dickdarm soll 1,5 Meter lang gezogen gewesen sein, die 6,5 Meter Dünndarm darum gewickelt. Das reicht. Danke. Okay, nicht gerade lecker. Dann kann ich nicht anfangen hier. Ja, aber geht durch der Sümpfe. Okay. Gut, wir haben hier wieder einige Erkenntnisse. So, um meine Belohnung einzufordern. Ach, die haben wir alle schon fertig. Na, das ist natürlich noch besser. Dann können wir zurückkehren und mit Chani sprechen. Ich will meinen Freund zurückkehren und überlegen, was jetzt nicht zu tun ist. Wird dann von mir ein Zwergenschmied, der sich ein IGC macht. Okay. Also eigentlich erstmal zu Kalkstein. Aber vorher haben wir hier noch ein paar alte Freunde, die wir nur allzu gern platt machen. Okay. Wo war Kalkstein gerade nochmal hin? Kalksteins Labor. Wie viele Labore er eigentlich hat. Ein Söldner. Eine Kiste. Okay. Seid wachsam. Was ich halt witzig finde, ist, dass wir früher, hat man halt relativ von diesen Raffis absurd gefunden. Hier jetzt halt so gar nicht mehr. Geralt? Ihr habt an... Zwei! Welche... Gar keins. Hat mein Lieblingshexer so etwas? Natürlich. Hier. Trefflich. Der große Plan ist einen Schritt näher gerückt. Eure Belohnung. Danke. Geralt? Ihr habt einen Aushang gemacht. Zwei. Welchen meint ihr denn? Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust.
Alles gut bei dir? Erscheinungen. Ihr wolltet Todesstaub, richtig? Gewiss. Und wie ist es gelaufen? Problemlos. Hier, nehmt. Der unschätzbare weiße Wolf. Bei mir auch. Eure Belohnung. Sind jetzt hier gerade fleißig Aufträge abgeben. Da hinten ist ein anderes Spurproblem. Ja, haben das letzte Kapitel, das letzte richtige Kapitel erreicht und ja, dümpeln hier so rum. Und ja. Haben jetzt auch endlich wieder eine neue Stufe erreicht. Geralt? Also vom letzten Mal, also von gestern bis heute, hast du so ein bisschen was verpasst. Tatsächlich. Jetzt kaut es. Dümpel. Ja. Saft. Such ein einziges Rezept und das finde ich nicht. Skalierende Haare. Ja, die auch. Die hast du auch verpasst. So, ich muss jetzt gerade mal wieder gucken, wo ich diesen einen Trank herkriege. Weil damals nach der einen Quest haben wir sie leider nicht bekommen. Deswegen habe ich da so leichte Probleme. Ja. Nein, ich suche es nicht zum... Das ist alles gerade nicht ganz so einfach hier. Weil es halt nur Einträge dazu für den dritten Teil gibt. Und ich es hier aber halt überhaupt nicht finde.